Die Kreischerbahn oder Lockwitz-Grundbahn, wie sie offiziell hieß, fuhr zwischen 1906 und 1976. Sie verband Dresden-Niedersedlitz und Kreischer. Ursprünglich wurde sogar geplant, sie bis Däuben und Bilsbruf zu verlängern. Auch die Post wurde auf der Strecke transportiert. In Kreischer lag das Postamt direkt neben dem Straßenbahndepot. Nach dem Krieg lag die Strecke erstmal still, bis sie Anfang der 60er Jahre wieder in Betrieb ging. 1976 wurden neue Sicherheitsbestimmungen aktiv und auch durch den gestiegenen Straßenverkehr kam es immer wieder zu Behinderungen, sodass die Straßenbahn am 18.12.1977 das letzte Mal fuhr und durch eine Buslinie ersetzt wurde. Ich war 69/70 zum Kinderschwimmen in der Niedersedlitzer Schwimmhalle und kann mich zumindest an eine Fahrt mit der grünen Straßenbahn von der Gleisschleife bis zur ersten Haltestelle erinnern. Die Zahlbox ganz links im Bild war das gängige Modell, was ich in meiner Kindheit noch kennengelernt habe. Man warf hier seine 20 Pfennig ein und zog einmal am Hebel und erhielt einen Abschnitt des Fahrscheins. Die nachfolgenden Fahrgäste konnten dann sehen, ob ihr Vorgänger bezahlt hat und ihm eventuell rügen. Allerdings hat das nie jemanden gejuckt. Jeder, der einstieg, zog einmal am Hebel und gut war.